Die wirklich wahren Helden, das sind die Polizeihunde, oder? Das sind die wahren Freunde und Helfer, oder? Und ich war mal bei der Ausbildungsstätte von Polizeihunden und ich habe die mal ein bisschen auf den Prüfstand getan und gesagt, wie fit sind denn die Hunde? Und ich kann euch sagen, die sind erstaunlich fit. Ach, herrlich. Duisburg-Beek. Die grüne Lunge NRWs, ein richtig schönes Fleckchen Erde. Und hier werden inmitten dieser paradiesischen Idylle absolute Killermaschinen ausgebildet und trainiert, die wirklich im Zweifel sogar einen Kopf abbeißen können. Und was die so drauf haben, das gucke ich mir jetzt mal an. Guten Tag, hallo. Hallo. Hey, das sieht sehr richtig aus. Wir haben hier alles Polizisten. Ja. Sehr gut. Ja, würde ich mal sagen. Hier bei der Police Academy für Hunde. Ja. Lass direkt mal in die Vollen gehen. Ich möchte angefallen werden. Ja, aber nicht mit den Klamotten. Ja. Nee, also da musst du dir noch ein bisschen was anderes einziehen, aber das können wir dir gleich geben. Habt ihr was da? Ja, ja, haben wir da. Ist das ähnlich stylisch? Ja. Hey, hallo. Das sieht ja richtig gut aus. Klamotten sind geil. Was ist das jetzt? Das ist ein linker Schutzarm. Ah, da kommt der Arm rein? Ja, da musst du deinen Arm jetzt reinstecken und dann kann das gleich losgehen. Der Hund ist schon aufgewärmt. Oh, das ist der? Ja. Das ist mein Hund? Der ist aber sauer, oder? Der ist sauer. Ist das denn? Aber das wirkt aber nicht. Auch das hier wirkt. Ist das. Bist du fest hier? Nicht ganz. Nicht ganz. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber passt du schon. Komm. Der beißt aber durch den Handschuh, ne? Nur so als Tipp jetzt mal so. Also Stiftung Warentest wäre jetzt hier durchgefallen, Freunde. Ist doch gar nichts. Ist doch noch nicht mal rot. Ja, ein bisschen. Was, wo? Sieht einer was? Also ich sehe nichts. Wenn ich dem Hund wehtue, Leute, dann sagt mir Bescheid. Ja. Ich kann auch ein bisschen weniger machen. Hey. Wusste ja nicht, dass ich hier mit einem Haufen Pussys drehe. Okay, dann starten. Ja, geil, der läuft falsch. Das ist ein Versagerhund. Oh Gott, oh Gott. Okay, gefunden! Spielstopp! Hier ist Freio! Ich möchte Augenkontakt vermeiden. Können wir den jetzt? Kann der weg? Danke. Sofort gefunden ist was anderes, Xenon, ne? Erstmal falsch gesucht. Voran. Okay. Das ist gut. Ja. Hier, Fuß! Fuß! Ja, du hörst auf eine Frau. Ich hab mich nicht erschrocken. Der hat genauso viel Angst vor mir wie ich vor ihm. Jetzt kommt der letzte Kandidat, den wir für dich ausgesucht haben. Was ist das denn? Das ist ein Hund. Das ist Amigo. Ist doch kein Hund. Einer von unseren besten Kumpels. Also ich würde sagen, viel Spaß. Da hat man ja vom Halter schon viel Angst. Spaß. Amigo heißt Freund, ne? Ja. Alter, der rotzt ja alles voll hier. Der ist ja, dem läuft ja mit Wasser im Mund, hat der richtig Hunger. Aber hier oben kann mir nichts passieren, hier kriegt der Amigo mich nicht. Der rotzt ja alles. Oh, Alter! Okay. Ich dachte, die Namen werden wir. Das sind unsere Polizeihunde. Freunde und Helfer, gut ausgestattet. Da kann nichts passieren. Ja, der Amigo, der war schon ein ziemlich ernstzunehmender Gegner, wenn man von dem ganzen Sabber absieht. Das war schon eklig. Habt ihr gesehen, wie der gesabbert hat, Alter? Wusste ich nicht, ist der jetzt böse oder geil auf mich? Was passiert?